Beton ist eine Ausstellung über ein Material, was wir alle kennen, was wir vielleicht gar nicht mehr unbedingt wahrnehmen. Es ist trotzdem bei näherer Betrachtung ein Material, wo es nicht nur darum geht, dass wir sagen, schön oder hässlich, sondern, so argumentiert diese Ausstellung, es ist ein Material, das eine eigene Ideologie hat. Wenn man zurückblickt in die Geschichte der Moderne, dann sind Betonbauten hauptsächlich solche, die eine gewisse soziale Funktion haben. Schulen, ich bin zum Beispiel in einer Betonschule aufgewachsen, Universitäten, Kulturzentren, Bibliotheken, also quasi sozusagen eine Architektur, die für die Gemeinschaft gedacht war. Und Beton hat ja immer so eine gewisse kompromisslose Härte. Und ich glaube, auch das versucht die Ausstellung zu argumentieren, dass Beton in der Nachkriegszeit genau mit dieser kompromisslosen Härte auch darauf hinweisen wollte, dass die Gesellschaft eigentlich immer Richtung Zukunft blicken sollte und nicht Richtung Vergangenheit. Das finde ich ganz spannend an Beton. Und was uns auch fasziniert hat, ist, dass jetzt gerade eine jüngere Generation von Künstlerinnen und Künstlern nochmal zurückblickt auf die Architektur der, sagen wir mal, 60er, 70er Jahre und versucht im Sinne eines Blick zurück nach vorne herauszufinden, was eigentlich das Spannende an diesen Gebäuden ist und eben an der schon benannten Ideologie, die diesen Gebäuden implizit ist. Die Arbeiten in der Ausstellung hier sind eigentlich alle aus den letzten Jahren, also sind sozusagen relativ neue Produktionen. Gleichzeitig hat man natürlich immer so ein bisschen was Nostalgisches, wenn man zurückschaut auf diese sogenannte brutalistische Architektur von damals. Und ich erwische mich auch mal dabei, dass ich denke so, wow, warum wird heute eigentlich nicht mehr so gebaut? Also warum gibt es nicht mehr so diesen Willen zu einer Architektur, die eine bestimmte Idee einfach mal umsetzt, auch im Wissen darum, dass sie nicht von allen Leuten schön gefunden wird. Das waren wirklich eben Entwürfe, die standen für sich und die haben einfach sehr selbstbewusst gesagt, das ist sozusagen Architektur der Gegenwart, die in die Zukunft blickt und das hat nichts Rückwärtsgewandtes, das hat nichts, was irgendetwas bewahren oder konservieren will.